Hallo zusammen, ich bin's, die Anja Knaub. Heute wollen wir zwei Live-Kinetik-Übungen machen. Ich dachte mir, das wäre doch mal schön, wenn ich euch zwei Live-Kinetik-Übungen zeige. Allerdings ist mir auch wichtig dazu zu sagen, dass das, was wir heute machen, dass das zwei Übungen sind, aber kein richtiges Live-Kinetik, weil Live-Kinetik ist was Aufbauendes, was über Wochen geht. Horst Lutz hat sich das überlegt und es sollte eben über mehrere Wochen sein, so ist es auch erforscht. Also ich zeige euch zwei super Übungen, die ganz klasse sind fürs Gehirn, aber eben Live-Kinetik ist was, wenn man es ganz oft und ganz lange macht. Ich zeige euch heute Liniensprünge und ich zeige euch heute Parallelball. Ihr braucht eine Linie auf den Boden geklebt, mit einem Klebeband. Ihr braucht zwei Tücher nachher und ihr braucht zwei Bälle. Ja? Gut. Dann geht es jetzt eben los mit Liniensprünge. Ich zeige euch das, also ihr stellt euch am Anfang der Linie hin und dann ist es so, dass ihr quasi von einem auf das andere Bein und dann mit beiden Beinen springt. Wichtig ist, dass ihr ganz über die Linie auf die andere Seite geht und wieder zurück auf die Seite und dass das beide ein Beide ist. Ja? Ich zeige es euch mal. Also, ihr stellt euch auf die rechte Seite hin und springt links, rechts, beide. Rechts, links, beide. Links, rechts, beide. Rechts, links, beide. Ja? Okay? Gut. Nochmal langsam. Richtig über die Linie auf die andere Seite. Links, das langsam und dann ist es aber wichtig, dass ihr nicht Pausen macht. Ja? Also, wenn ihr es dann schon öfters geübt habt, dann solltet ihr das Ganze durchspringen. Links, rechts, beide, rechts, links, beide, links, rechts, beide, rechts, beide. Genau. Dann macht ihr das auf der anderen Seite. Wiederholt ihr, solange bis ihr es gut schafft, beziehungsweise wir arbeiten ja so, wenn wir eine Idee verstanden haben, kommt auch das nächste Schwierigere schon. Also wir haben es jetzt vorwärts gemacht, jetzt machen wir das rückwärts. Rückwärts ist auch super fürs Gehirn hinten. Ihr stellt euch wieder neben die Linie und ihr springt jetzt rückwärts. Links, rechts und was kommt jetzt? Beide. Rechts, links, beide. Links, rechts, beide, rechts, links, beide, links, rechts, beide und so weiter und so fort. Dann startet ihr auf der anderen Seite. Jetzt geht's los mit rechts, links, beide. Rechts, links, beide, links, rechts, beide. Ja? Genau. Das wiederholt ihr auch eine ganze Weile, solange bis ihr das gut schafft. So, wir haben jetzt gemacht vorwärts. Wir haben rückwärts gemacht und super ist alles, was über Kreuz ist, fürs Gehirn. Deshalb machen wir am Anfang ja auch immer diese Überkreuzbewegungen. Ja? Das kann man hier eben auch machen. Also, jetzt ist es so, du stellst dich auf das linke Bein, das rechte ist frei. Und jetzt muss das rechte rüber auf die andere Seite. Ja? Rechts. Jetzt stehst du auf deinem rechten Bein und das linke ist frei. Kommt das linke rüber, links. Und was kommt jetzt? Wer weiß es? Genau, beide. Ja, ich mache es nochmal vor. Also, das rechte Bein ist frei. Rechts, links, beide, links, rechts, beide. Rechts, links, beide, links, rechts, beide. Super, das macht ihr auch eine ganze Weile. Man könnte das auch noch rückwärts machen. Und immer wenn man was gut kann, dann kommt natürlich was Schwierigeres. So, das waren jetzt die Übungen, das waren jetzt Bewegungsübungen. Aber wir bei Live Kinetik, wir wollen ja auch immer noch ganz viel für den Kopf machen und deshalb überlegen wir uns Sachen,
die schwierig sind und dann kommen die kognitiven Sachen dazu. Also wir zählen jetzt. Du springst jetzt links, rechts, beide und du zählst dazu. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und so weiter und so fort. Du kannst immer wieder von vorne weiterzählen und so lange zählen und springen, wie du schaffst. Vielleicht kommst du bis 100. So, jetzt für die Erstklässler oder für die, die schon mehr zählen können, kann man das auch in Zweierschritten zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, genau. So, wer jetzt in der ersten Klasse schon ist und schon in der Schule ist, der kann sicherlich das ABC schon. Also kommt jetzt das ABC dazu. Wir springen wieder und machen das ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I und so weiter und so fort. Jetzt könnte man sich überlegen, dass immer, wenn man vorne angekommen ist, dass man aus den Buchstaben ein Wort bildet. Also ich bin jetzt zum Beispiel bei M angekommen. Und dann überlege ich mir ein Tier mit M. Also M wie Maus. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Känguru. Und so weiter und so fort. Also man kann da super Sachen machen. Man kann zum Beispiel seine Adresse machen. Ich mache es jetzt aber nur bis zu meinem Namen, weil sonst wisst ihr alle, wo ich wohne. Ja? Also ich zeige es mal. Statt buchstabieren, die Adresse aufsagen und springen. Also, Anja Kraupp, da wo ihr wohnt und vielleicht sogar noch eure Telefonnummer. Voll schwierig, probiert es aus. Wichtig ist auch immer, dass wenn ihr springt, links, rechts, beide, dass ihr nicht das Ganze verzögert, sondern dass es flüssig springt. Und wichtig ist auch immer, dass beide mit den Füßen, also nicht, das ist kein beide, sondern das ist, ich steige rüber. Ja? Also links, rechts, beide. Genau. Jetzt kann man zum Beispiel noch einen Ball dazu nehmen, wenn man es gut kann. Oder wenn man es so kann, dass wir merken, ihr schafft es schon gut, kommt ja die nächste Herausforderung. Jetzt springt ihr und werft einen Ball dazu. Und. Also man kann sich voll super Sachen dazu überlegen, man kann es auch zu zweit machen. Also Liniensprünge sind total klasse, machen voll viel Spaß und machen voll schlauer. Super. Dann die zweite Übung, die ich euch zeigen möchte, ist heute Parallelball. Parallelball ist ganz berühmt. Da gab es schon ganz viele Sportler, die das im aktuellen Sportstudio gemacht haben und ganz viele Berichte darüber, weil es so eine tolle Übung ist. Ja? Am Anfang ist es immer super, wenn man Tücher nimmt. Dem Gehirn ist es nämlich egal, ob ihr das mit Bällen macht oder mit Tüchern. Und zum Einüben sind die Tücher klasse. Ich habe hier meine Stirnbänder dabei. Ich mache die mal auf. Ja. Toll ist auch immer, wenn ihr zwei verschiedene Farben macht, hernimmt. Also ich habe hier weiß und blau. Also ihr habt die Tücher. Und es ist so, dass es für sich ganz einfache Übungen sind, die ich euch zeige, beziehungsweise jetzt am Anfang. Also, wir kombinieren einfache Übungen und machen sie dann schwierig durch das, dass wir zwei Übungen kombinieren. Weil jede Übung für sich alleine ist ganz leicht. Ich bin mir sicher, ihr kriegt das alle gut hin. Ihr schmeißt die Tücher hoch und fangt sie auf. Probiert es mal aus. Super. Habt ihr alle hinbekommen? Das weiß ich, ohne dass ich euch jetzt sehe. Die nächste Übung ist, ich überkreuze die Hand, ja? Und die Hand überkreuzen. Und überkreuzen. Auch kein Problem, stimmt's? So, und jetzt wird es aber schwierig. Jetzt kommt die Herausforderung, weil jetzt ziehe ich die Tücher nach oben und lasse sie los und währenddessen überkreuze ich die Hände und fange die Tücher auf. Ich zeige es mal. Ich ziehe die Tücher hoch und schnapp mir dann überkreuz das andere Tuch. Jetzt lasse ich die Hände so, ziehe sie wieder gerade hoch, öffne die Hände und habe sie wieder so. Also ich ziehe die Tücher nach oben, parallel,
Deshalb heißt es Parallelball. Und schnapp sie mir aber über Kreuz. Zieh sie hoch, über Kreuz, lass die Hände über Kreuz, zieh sie hoch und fang sie wieder auf. Ja? Nochmal. So, jetzt weiß ich, dass für manche ist es schwierig. Auch das Gehirn mag das nicht. Die machen das so. Ja? Die schmeißen die Tücher so. Das ist auch total gut, aber jetzt nicht das, was wir brauchen. Sondern wir lernen jetzt dem Gehirn zu sagen, wie es richtig geht. Also dafür nimmst du die Hände ganz eng zusammen. Ja? Und du denkst dir jetzt, du schmeißt die Tücher ganz weit nach außen. Ja? Nach außen denken und dann loslassen. Also ich denke mir, schmeiße nach außen und über Kreuz. Ja? Nochmal ausprobieren. Vielleicht war es jetzt zu weit, dann musst du ein bisschen enger denken. Wenn es noch nicht gereicht hat, dann denk ganz weit nach außen. Ganz weit nach außen denken. Genau. Dann übt ihr das. Irgendwann versteht das Gehirn, das war bei mir auch so. Ich konnte das auch nicht gleich. So, wer jetzt aufgepasst hat, hat immer gemerkt, dass ich die rechte Hand, die mit dem blauen Tuch oben hatte. Jetzt mache ich das nochmal. Jetzt war die rechte Hand oben. Und jetzt zurück. Jetzt möchte ich aber, dass die Hand auch was macht. Die andere Gehirnhälfte. Also schmeiße ich das jetzt nach oben und die linke Hand schnappt sich das Tuch. Parallel nach oben schmeißen. Halt, das war die rechte, nochmal. Jetzt ist die linke nach oben. Ja? Nochmal die linke. Und ganz richtig ist es, wenn ich abwechsle. Einmal rechts nach oben, einmal links nach oben. Rechts oben, links oben. Rechts oben, links oben. Ja? So kann man das üben. Und wenn man das einigermaßen mit den Tüchern gut kann, dann kann man sich Bälle dazu nehmen. Ja? Es geht mit jedem Ball, aber am Anfang sind diese kleinen Jonglierbälle am einfachsten, weil die weich sind und man sie gut schnappen kann und gut fangen kann. Du kannst es aber auch mit Steinen machen oder mit Fußballen. Parallelball geht eigentlich immer, aber am Anfang sind die ganz gut. So, erinnere dich, wir haben erstmal die Bälle nach oben geworfen, parallel nach oben. Super, ja? Und dann war ja die zweite Übung, ich überkreuze die Hand. Hat es geklappt? Wahrscheinlich noch nicht. Es gibt Menschen, die schaffen das beim ersten Mal, das ist einfach großartig. Bei mir ging das auch nicht aufs erste Mal. Ich musste mich ganz schön viel bücken, bis ich das konnte. Aber ich habe es geübt und es hat voll Spaß gemacht. Also wer übt, der schafft die Sachen auch. Also nochmal langsam, ich schmeiße nach oben, habe die linke Hand oben oder die rechte. Was noch ein Trick ist, wenn es nicht klappen mag, dann fang einfach so an, dass du die Hände kreuzt. Ja? Dann fängst du in der gekreuzten Position an und wieder kreuzen und wieder kreuzen. Ja? Und wenn du das sicher kannst, dann kannst du es versuchen, ob du es abwechseln kannst. So, jetzt kann man das eine ganze Weile machen. Und es gibt Menschen, für die ist das schwieriger als das. Und deshalb kann man es ausprobieren, ob vielleicht Schnappen einfacher ist. Also das heißt, jetzt drehst du die Bälle in deiner Hand um, hast sie in der Hand und jetzt ziehst du die Bälle nach oben, dann lässt du sie los und fängst sie, so wie wir es gerade mit den Tüchern gemacht haben. Ja? Also du ziehst sie nach oben, schnappst sie weg. Ja, der Runde fällt, macht nichts, dann bückt man sich. Ja? Schnappen. Also man kann Parallelball offen machen, man kann sie schnappen, man kann auch voll viel andere Sachen machen, man kann es auch mit den Liniensprüngen kombinieren. Also es ist einfach eine tolle, tolle Übung. Nicht aufgeben, nicht verzweifeln. Ich kann euch sagen, es wird besser. Wenn das noch zu schwierig ist und es dich nervt, dann nimm einfach nochmal die Tücher, probiert es jeden Tag aus und irgendwann kriegt ihr das hin. Wir machen die Sachen eigentlich immer 10 Minuten, weil 10 Minuten ist immer ein gutes Zeitfenster fürs Gehirn und dann kommt eigentlich auch das nächste schon. Also das waren jetzt zwei Übungen von uns von Life Kinetik und genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage einen schönen Tag an euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.